dass die Produkte von glücklichen Hoftieren stammen, keine gesundheitsschädlichen Pestizide in Getreide und Gemüse stecken und dass alle Beteiligten eine faire Bezahlung bekommen. Das erwarten wir, wenn wir Demeter-Produkte im Supermarktregal sehen. Und tatsächlich hat der Verband bereits den Titel Nachhaltigste Marke des Landes gewonnen. Die Bauern verstehen ihre Höfe als geschlossene Kreislaufsysteme, so autark wie möglich. Die Produkte sind teilweise aber auch teurer als die mit Bioland- oder Naturlandsiegel. Es gibt keine billigen Lebensmittel, das gibt's nicht. Entweder zahlt das Tier den Preis, der Kunde zahlt den Preis mit seiner Gesundheit. Also irgendwo fliegt es einem wieder um die Ohren. Aber bezahlen wir da wirklich nur für besonders gutes Bio? Neben all diesen Prinzipien gehören zur Arbeit auf einem Demeter-Bauernhof nämlich auch die sogenannten Präparate. Wir versuchen mit den Präparaten die Verbindung der Pflanze zu ihren Sternenkräften zu verbessern. Klingt für den einen oder anderen erstmal befremdlich, ist bei Demeter aber Pflicht und unterscheidet den Bioverband wesentlich von anderen. Was genau steckt da drin und wie viel Wissenschaft steckt dahinter? Das sehen wir uns hier an, auf dem Hofgut Oberfeld am Rande von Darmstadt. Auf 140 Hektar Gesamtfläche leben hier 40 Milchkühe und 1200 Hühner neben 115 Hektar bewirtschaftetem Acker. Aus dem angebauten Getreide entstehen in der hofeigenen Bäckerei täglich wechselnde Brote und andere Leckereien. In der Hofmolkerei wird aus der Kuhmilch Quark, Joghurt oder Käse. Demeter-Produkte gibt's schon längst nicht mehr nur im Biomarkt. Auch bei Kaufland oder Rewe stehen sie im Regal. Hier stehen die Waren im Hofladen direkt auf dem Gelände zum Verkauf. Wir treffen Landwirt Thomas Göbel im Kuhstall, dem Herzstück eines jeden Demeter-Hofs, wenn man so will. Denn der Bioverband verpflichtet die Bauern zur Tierhaltung. Ohne sie funktioniert der Kreislaufgedanke der Höfe nicht. Das ist unser eigenes Heu, was wir auf den Flächen vom Oberfeld ernten. Und die Kühe kriegen ausschließlich Futter von unseren eigenen Flächen und noch ein bisschen von einem Kooperationsbetrieb. 100% Biofutter ohne Gentechnik stehen auf dem Speiseplan. Und das kommt dann sozusagen als natürlicher Dünger für die Felder wieder aus den Kühen heraus. Ein großer Unterschied zu vielen anderen Höfen: Hier dürfen die Kälber bei den Mutterkühen bleiben. Nicht selbstverständlich. In den meisten Betrieben werden die Kälber relativ schnell nach der Geburt von der Mutter getrennt. Nach einem Tag oder zwei Tagen, vielleicht nach einer Woche. Wir haben von Anfang an die Kälber bei den Kühen gelassen, bis sie aufhören zu trinken. Also ungefähr 4 Monate. Und das hat natürlich viele Vorteile für das Kalb. Es baut sich tatsächlich eine richtige Beziehung auf und die Kälber werden sozialisiert in der Herde. Und sie kriegen ihre Muttermilch, die ja auch den Kälbern zusteht. Muttergebundene Kälberaufzucht betreiben auch einige andere Bauernhöfe freiwillig. Denn Pflicht ist sie bei keinem Biosiegel. Das artgerechte Aufziehen der Kälber bedeutet aber auch Verluste für den Landwirt. Man kann einen Biokalb mit 600 oder auch mit 800 Liter Milch groß bekommen. Wenn man muttergebundene Kälberaufzucht macht, dann liegt man schon schnell über 1000 Liter Milch. Und wenn man es so macht wie bei uns, dass sie länger bei der Kuh bleiben und auch immer, wenn sie wollen, bei der eigenen Mutter trinken dürfen, dann geht das 1200, 1500 Liter Milch. Heißt im Umkehrschluss, bis zu 1500 Liter Milch fehlen im Verkauf. Diesen Mehraufwand, den wir haben über die muttergebundene Kälberaufzucht, den müssen wir einerseits über den Milchpreis wieder reinholen und wir können ihn aber auch ein Stück weit über das Fleisch reinholen. Ein wichtiger Punkt. Klingt ja bisher alles nach artgerechter Haltung. Aber was passiert nach der Aufzucht mit den Tieren? Sie werden mit knapp 9 Monaten noch als Kalb geschlachtet oder sie wachsen weiter auf und werden mit knapp 2 Jahren als Rind oder Bulle geschlachtet. Oder sie werden dann eben gedeckt als weibliches Rind und kommen in die Milchviehherde zurück. Das heißt, wir verkaufen gar keine Tiere woanders hin, sondern sie wachsen alle in unserem Betrieb auf und werden über unseren Hofladen vermarktet.
In der Regel haben Milchviehbetriebe besonders für männliche Kälber keine Verwendung und verkaufen sie deshalb so schnell wie möglich an Mastbetriebe weiter. Denn durch das Überangebot bekommen die Landwirtschaftsbetriebe für die Neugeborenen so wenig Geld, dass sich nicht einmal eine zweiwöchige Aufzucht davon finanzieren lässt. Wenn wir das Kalb in irgendeinen Kanal verkaufen, wo es zu günstigem Fleisch wird oder vielleicht sogar nur zu Tierfutter, das würde überhaupt nicht funktionieren. Also wir verkaufen dann wertvolles Rindfleisch oder Kälberfleisch und mit entsprechenden Preisen. Genau wie den Käse, der hier aus der Milch der glücklichen Kühe entsteht. Nur etwa 10 Meter von der Melkstation entfernt. Für Käserin Isabel Gottfried ist das eine wichtige Grundvoraussetzung. Nur aus einer guten Kuhhaltung kommt eine gute Milch. Und wenn ich keine gute Milch habe, dann kann ich hier einen Kopfstand machen, das wird kein guter Käse. Und andersrum, wenn ich eine gute Milch habe, was ich zum Glück habe, dann braucht es hier gar nicht mehr viel. Das bringt die Milch im Grunde alles schon mit. Aus 65 Litern Milch entsteht ein einziger Leibkäse. Und der kann bis zu einem Jahr alt werden, bevor er in den Verkauf geht. Isabel wird den Gutskäse, den sie heute gemacht hat, über 4 Wochen täglich mit Salzwasser einstreichen. In den Monaten danach noch einmal wöchentlich. Eine Menge Arbeit. Viele Menschen haben den Bezug einfach verloren, was Bauern eigentlich leisten und wie viel Arbeit da drin steckt. Und im Grunde genommen haben wir es in der Hand. Wir können jeden Tag entscheiden, was für Lebensmittel wir kaufen. Kaufen wir eins von irgendwoher oder kaufen wir eins aus der Region, von unserem Bauern und am besten vielleicht noch Bio. Regionale Grundzutaten und ein hoher Arbeitsaufwand. Dass wir dafür im Supermarkt etwas mehr Geld ausgeben müssen, leuchtet ein. Aber apropos viel Arbeit. Verpflichtend für alle Demeterhöfe ist unter anderem der Einsatz sogenannter Präparate. Auch auf unserem Hofgut in Darmstadt. In der hessischen Großstadt südlich von Frankfurt hat der Demeter-Verband übrigens auch seinen Hauptsitz. Deutschlands ältester Bioverband geht zurück auf den Begründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner. 1924 hält er vor einer Gruppe Bauern im schlesischen Koberwitz eine Reihe von 8 Vorträgen über das, was sich heute biologisch-dynamische Landwirtschaft nennt. Steiner lehrt die Bauern während des 10-tägigen Seminars verschiedene Themenbereiche. Neben Mineralien und Humusbildung steht auch die Wirkung kosmischer Kräfte als wesentlicher Faktor für gelungene Landwirtschaft auf dem Plan. Auch die biodynamischen Kompost- und Spritzpräparate entwickelt Steiner im Rahmen des Seminars. Was Thomas und der angehende Azubi Brane hier in der Hand halten, ist eines davon. Also das ist unser Hornmist. Das ist Kuhmist, der im Horn eingegraben war und da gerottet ist. Und der Hornmist hat jetzt über den ganzen Winter in der Erde gelegen und hat die Winterkräfte, die Sternenkräfte, die aufgenommen, die Kristallkräfte. Und jetzt haben wir ihn ausgegraben und jetzt wird er eine Stunde lang mit Wasser verrührt, so wie man das auch in der Homöopathie zum Beispiel macht. Und die Kräfte gehen dann mit dem Wasser zusammen auf das Feld. Dort sollen sie das Wurzelwachstum fördern und die Bodenaktivität anregen. Dieses rhythmische Rühren wird auch Dynamisieren genannt. Der Verband unterscheidet zwischen Kompost- und Spritzpräparaten, die die Bauern bis heute nach Steinerscher Rezeptur selbst herstellen. Für die Kompostpräparate, die den Dünger verbessern sollen, wird zum Beispiel Schafsgarbe in eine Hirschblase gefüllt. Feingeraspelte Eichenrinde in den frischen Schädel eines Wiederkäuers. Oder Kamillenblüten im Rinderdarm als Pflanzenwurst in der Erde vergraben. Der Demeter-Verband selbst beschreibt die Präparate als eine Art Heilmittel für die Erde, die Wachstum und Qualität der Pflanzen sowie die Tiergesundheit fördern sollen. Unabhängige wissenschaftliche Studien konnten die Wirkung bisher allerdings nicht belegen. Wir sind gewohnt, einfach rein naturwissenschaftlich zu denken und zu betrachten alles so. Und
Wenn man jetzt von Lebenskräften spricht oder davon, dass so ein Kuhmist im Horn Lebenskräfte sammelt, das ist natürlich schon irre. Lebenskräfte sind nun mal kein messbarer Wert. Doch eins muss man dem Demeter-Landwirt lassen. Er beschäftigt sich intensiv mit seinen Böden und Tieren. Und dabei geht es ihm nicht um einen besonders hohen Ertrag. Die Demeter-Landwirtschaft versucht, Lebensmittel herzustellen, die den Menschen helfen, gesund zu bleiben und nicht einfach nur satt zu machen. Für das Rühren und Ausbringen der Spritzpräparate auf dem Feld sind ungefähr 10 Arbeitstage pro Jahr von ein oder zwei Beschäftigten nötig. 4-mal jährlich bespritzt Thomas die Futteranbauflächen, jeweils kurz nach der Ernte. Das Getreide bekommt 2-mal im Jahr eine Präparatbehandlung. Das spiegelt sich auch in den Lebensmittelpreisen wider. Dieser Aufwand, den wir treiben, und die Mehrkosten, die decken sich durchaus durch einen höheren Getreidepreis, zum Beispiel für Demeter-Getreide. Da liegen die Preise seit Jahren über den Biopreisen und damit kann man das durchaus auch abdecken. Auf dem Demeter-Hofgut in Darmstadt werden die eigenen Erzeugnisse direkt vor Ort verkauft. Frische Rohmilch zum Selbstzapfen zum Beispiel. Verschiedenste Käsesorten oder Joghurt aus der Hofmolkerei. Und die Fleischprodukte wie Kalbsbraten oder Rinderhack. Silke Kunkel leitet den Hofladen auf dem Oberfeld. Und das aus Überzeugung. Obwohl sie selbst keine Anthroposophin ist. Die Preise von Demeter-Produkten sind auf jeden Fall gerechtfertigt. Das muss aus dem Kopf der Leute raus, dass das ein Luxusprodukt ist und zu teuer. Es gibt keine billigen Lebensmittel, das gibt's nicht. Entweder zahlt das Tier den Preis, der Kunde zahlt den Preis mit seiner Gesundheit. Also irgendwo fliegt es einem wieder um die Ohren. Und gerade in Zeiten von Lieferengpässen und Inflation bleiben die Preise dank der kurzen Transportwege und dem Kreislaufgedanken sogar vergleichsweise stabil. Wir können wirklich unsere Preise, gerade was das Fleisch angeht, können wir wirklich halten, weil wir auf dem Hof schlachten, die Tiere auf dem Hof groß werden, mit dem hofeigenen Futter gefüttert werden. Wir brauchen kein Soja von Südamerika zu importieren. Ne? Das ist ja alles schon da. Wer direkt beim Erzeuger kauft, gibt im Verhältnis also nicht unbedingt mehr Geld aus. Und auch wenn wir für manche Demeter-Produkte im Supermarkt den einen oder anderen Euro mehr hinlegen müssen, der Bioverband macht seinen Landwirtschaftsbetrieben strengste Vorgaben, die Pflanzen, Tiere und letztendlich auch uns schützen sollen. Allerdings gehört der Einsatz der sogenannten biologisch-dynamischen Präparate genauso zur Demeter-Philosophie und finanziert sich auch über die Preise im Einzelhandel. Ob das mehr für Tier und Umwelt über das Weniger an Naturwissenschaft hinwegsehen lässt? Das muss jeder für sich selbst entscheiden.